Es gibt das duale Studium, das Fernstudium, es gibt Mai-Studium. Wie lange dauert das, wie viel kostet das? Es gibt Fragen über Fragen und die wollen wir hier in diesem Video jetzt für euch beantworten. Hallo alle zusammen, ich bin Leonie und ich freue mich, dass ihr erstmal wieder eingeschaltet habt und freue mich natürlich auch, eure Fragen heute zu beantworten rund ums Thema Studieren an der IU. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir professionelle Unterstützung von Angelina Steuten geholt und die ist Studienberaterin und ich würde einfach mal, also erstmal schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde einfach mal ganz locker anfangen mit einer ganz allgemeinen Frage. Wer darf denn eigentlich alles an der IU studieren oder wie sind die generellen Zugangsvoraussetzungen? Ich glaube, das ist auch mit einer der meistgestelltesten Fragen. Also ganz wichtig ist natürlich erstmal, an der IU darf eigentlich jeder starten. Unser Motto ist es, allen Menschen das Studium zu ermöglichen und besonders vielen eben die Chance zu geben. Deshalb gibt es vor allem auch kein NC. Ich glaube, das ist wichtig. Für viele auch immer ein großes Thema. Ja. Wichtig ist einfach eben, Motivation mitzubringen und sich für das Fach zu begeistern, wo man eben auch am Ende starten möchte. Was kann ich denn dann mit dem Studium machen? Habe ich irgendwelche Nachteile? Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen privat oder öffentlichen Universitäten? Was gibt es da? Ich glaube, das ist auch immer ein großes Vorurteil so ein bisschen, was private Unis mitnehmen. Das ist natürlich nicht so. Also die IU ist staatlich anerkannt und auch akkreditiert. Das heißt, der Abschluss ist sozusagen ganz normal. Also ihr habt sozusagen die gleichen Möglichkeiten in der Zukunft, könnt weiter studieren im Master. Der Bachelor ist also anerkannt worden bei uns an der IU. Das dann für die Zukunft. Und je nachdem, für was für ein Studienmodell man sich entscheidet, kostet es ja auch mehr oder weniger Geld monatlich. Was gibt es da für Finanzierungsmöglichkeiten? Der ein oder andere ist ja auch vielleicht schon mal ein bisschen älter, wohnt nicht mehr zu Hause oder. Gibt es da Studienkredite oder irgendwelche Stipendien? Was hast du da auf Lager an Tipps? Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass es ja so viele Modelle auch gibt, die dann auch zu deiner Lebenssituation auch passen oder zu den Studierenden auch passen sollen, auch was die Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Also im dualen Studium ist es ja zum Beispiel so, dass der Praxispartner eben die Studiengebühren für einen übernimmt, dass man das nicht selber tragen muss und dass man zum Beispiel dann in dem Zusammenhang aber noch eine Vergütung manchmal extra bekommt. Da ist man zum Beispiel ja natürlich aber auch BAföG berechtigt. Das heißt, BAföG kann jeder individuell beantragen. Im Mai-Studium ist natürlich so, dass du, dadurch, dass du so flexibel bist, das ist ja das Mai-Studium-Motto, mach dein Studium sozusagen, du kannst alles selber entscheiden. Und da, dass du dann eben, oder haben viele eben noch eine Werkstudentenstelle mit dabei und können sich so die Studiengebühren finanzieren. Und das ist ja auch das große Motto im Fernstudium, alles super flexibel. Und da ist es ja auch so, dass einige Studierende wirklich noch Vollzeit nebenbei noch was machen oder eine Teilzeitstelle haben und sich so ihr Studium auch ermöglichen. Ja, super. Jetzt hast du gerade das Fernstudium angesprochen. Da lernt man ja eigentlich so für sich alleine zu Hause. So stelle ich es mir zumindest erstmal vor. Ist denn der Stoff trotzdem genauso tiefgreifend, wie als wenn ich jetzt an der Präsenzuni bin? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also tiefgreifend auf jeden Fall. Natürlich ist es vom Inhalt her genauso tief auch wie an der staatlichen Universität. Das Fernstudium ist eben nur darauf ausgelegt, dass du das wirklich genau auf dich und dein Leben anpassen kannst. Das ist uns eben besonders wichtig. Darunter leidet die Lehre aber in keiner Weise. Die Form der Lehre ist einfach nur ein bisschen abgeändert. Und bezüglich Praxissemester, da kamen auch ganz, ganz viele Fragen von euch auf. Beim dualen Studium lassen wir jetzt mal außen vor, weil logischerweise arbeitest du da und hast ja auch dein Unternehmen, was du gerade schon angesprochen hast. Sind Praxissemester vorgesehen oder nicht? Wie ist es da beim Fernstudium und auch beim Mai-Studium? Also Praxissemester sind an sich eigentlich nicht vorgesehen, weil es da eben so ist, dass du ja im Fernstudium und auch im Mai-Studium die Praxis in deinen Alltag ganz normal mit integrierst. Also im Fernstudium bist du ja so flexibel, dass du am Ende eben selber entscheiden kannst, ne, welchen Job mache ich nebenbei noch und kannst so ja auch in deinem Fach mehr vertiefen und bist so eben in der Praxis aktiv. Genauso eben im Mai-Studium eher so im Bereich Werkstudentenstellen, aber das entscheidest du eben selber. Ein richtiges Praxissemester gibt es da, aber aufgrund der Flexibilität, die man ja auch sich wünscht, einfach nicht. Total, total. Jetzt gehören ja Klausuren, egal für welches Studienmodell man sich entscheidet, einfach dazu oder kommt man einfach nicht drum rum. Das Horrorszenario kennt, glaube ich, jeder von uns, der schon mal studiert hat. Ich bin durchgefallen durch eine Klausur. Habe ich irgendwie Möglichkeiten, die nachzuholen? Wie viele Möglichkeiten habe ich? Habe ich nur einen Shot? Wie ist das an der IU? Nein, auf keinen Fall. Also da braucht man gar keine Angst haben. Also es ist kein Weltuntergang, wenn man mal durch eine Prüfung fällt. Also insgesamt hat man immer drei Versuche für eine Prüfung, um die eben abzulegen.
Im Drittversuch sollte man natürlich gut vorbereitet sein, denn sonst darf man leider nicht weiter studieren. Aber drei Versuche gibt's und beim ersten mal durchzufallen ist kein Problem. Ich glaube, beim dritten schafft das eigentlich jeder von uns. Da glaube ich ganz, ganz stark an euch. Und wenn wir uns jetzt mal die Online-Vorlesungen angucken, da gab es irgendwie auch viele Gerüchte, die Online-Vorlesungen gibt es gar nicht. Wie ist das da? Es gibt ja, wie gesagt, mein Studium, duales Studium und Fernstudium. Wo gibt es Online-Vorlesungen und wo gibt es keine? Also im Fernstudium erstmal ist es natürlich so, was wir jetzt schon oft hatten, die Flexibilität. Es ist eher so, dass man sich eben ja selber strukturieren soll auch. Man hat ganz viele Skripte, aber auch Videos, Podcasts und weiteres. Und dann kann man eben sich selber entscheiden, okay, in welchem Aufwand betreibe ich eben meine Lehre. Das ist ja auch am Ende das Modell, was das Fernstudium beschreibt. Im Mai-Studium ist es natürlich so, da kannst du auch Vorlesungen am Campus haben. Also das ist sozusagen auch Präsenz. Es gibt auch einige wenige Online-Vorlesungen, weil du da eben die Lehre auch vor Ort auch absolvieren möchtest ja auch. Dafür kannst du dich entscheiden. Am virtuellen Campus ist natürlich alles online. Also dann wählst du eben keinen Campus, sondern den virtuellen Campus. Und genauso ist es sozusagen auch im dualen Studium. Ja, Flexibilität ist einfach das höchste Gut, muss ich wirklich sagen. Auch bei Klausuren ist es ja so, dass du sie online abhältst. Was ist jetzt, wenn ich aber sage, ich möchte die Klausur eben gar nicht bei mir zu Hause schreiben, ich finde es irgendwie ein komisches Gefühl, habe ich auch die Möglichkeit, das am Campus zu machen? Also das ist auch wieder so, im dualen und im Mai-Studium sind die Klausuren, wenn es natürlich Präsenzvorlesungen sind, immer auch dann am Campus mit verbunden. Wenn es eben ein Online-Modul ist, ist es eben auch eine virtuelle Open-Book-Klausur. Im Fernstudium hat man da aber wirklich die Wahl, also da kann man sich selbst entscheiden, wenn man eben eine Klausur schreibt, möchte ich diese jetzt lieber von zu Hause im Open-Book-Style schreiben oder fahre ich lieber an den Campus meiner Wahl, da hat die IU ja eine ganze Menge und schreibt die Vorlesung eben, die Klausur eben vor Ort. Ja, cool, dass man da die Wahl hat, finde ich immer super gut. Kann man auch mal jeden Tag so ein bisschen flexibel gestalten, je nachdem, wie eben die Lebenssituation ist. Das ist eigentlich immer... Genau, genau. Und ich persönlich habe an der Präsenzuni studiert, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie eine Klausur zu Hause stattfinden kann. Vielleicht gibst du mal so ein praktisches Beispiel, wie das aussieht. Ja, also ich habe es ja auch schon mitgemacht an der IU. Es ist wirklich so, dass die Klausur einfach ein bisschen anders aufgebaut ist. Also natürlich wird das Wissen genauso abgefragt und man ist genauso gut auch vorbereitet. Genau, und dann schreibst du eben alles online, bekommst alles vom Prüfungsamt zugesendet, lädst sie am Ende einfach ganz normal hoch und dann ist die Klausur ganz normal absolviert. Also eigentlich gar nicht so viel anders. Spannend. Hätte ich, glaube ich, auch gerne mal gemacht. Diese Möglichkeit hatte ich in meinem Studium nicht. Bezüglich der Klausur nochmal, gibt es ja auch die Möglichkeit, ein Workbook zu machen. Vielleicht erklärst du gleich erstmal, was überhaupt ein Workbook genau ist. Habe ich immer die Wahl, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte keine Klausur schreiben, mache lieber ein Workbook. Wann habe ich da die Möglichkeit und wann ist eine Klausur wirklich vorgeschrieben? Also das Workbook greift vor allem eben im Fernstudium und da ist es so, dass du das Workbook eben dann nutzen kannst, wenn es die Möglichkeit einer Wahl gibt. Also die IU versucht eben bei so vielen Prüfungsleistungen wie möglich die Wahl zu lassen, ob man sich eben für eine Klausur oder ein Workbook entscheidet. Manchmal ist es aber einfach hochschultechnisch vorgesehen, dass zum Beispiel eine Klausur erbracht werden muss. Und dann ist es eben so, wenn man sich für ein Workbook entscheidet, ersetzt das eben die Klausur. Und ein Workbook ist ähnlich aufgebaut. Also es ist auf jeden Fall eine schriftliche Arbeit, also wie zum Beispiel eine Hausarbeit, hat aber kein klar vorgegebenes Thema. Also es ist nicht so, dass du dann zu einem Thema eben die fünfseitige Hausarbeit formulierst, sondern eben zu 6 gestellten Fragen, die sich eben an diesen Vorlesungsinhalten orientieren. An den verschiedenen Skripten füllst du dann deine schriftliche Arbeit aus, sind, glaube ich, immer so zwischen 1500 und 3000 Wörtern und das ist dann am Ende deine Prüfungsleistung. Coole Alternative. Auf jeden Fall. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Frage und wo auch so ein paar Ängste, glaube ich, sind, was ich persönlich gut verstehen kann und du mit Sicherheit gleich nehmen kannst, ist, wenn man im Fernstudium studiert und zu Hause studiert, hauptsächlich, dann ist man ja irgendwie so ein bisschen so abgekapselt von einem Mitstudenten. Man ist alleine, man hat irgendwie nicht so wirklich diesen sozialen Kontakt. Gibt es da irgendwelche Austauschmöglichkeiten? Was bietet die IU an? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch in der heutigen Zeit nicht mehr so, dass man so viel Sorge haben muss, finde ich überhaupt Menschen oder nicht. Alle sind online vernetzt, also auch in Corona-Zeiten haben ja viele Studierende an der IU eigentlich alle virtuell studiert und haben sich trotzdem alle toll untereinander vernetzt. Da gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Wir haben ja zum Beispiel aber trotzdem auch so IU-Lounges, also da könnte man ja auch gemeinsam zusammenkommen und eben gemeinsam lernen. Das ist ja kein Problem und sich eben so zu Lerngruppen zusammenschließen. Ich glaube, da ist einfach diese digitale Vernetzung heute so weit fortgeschritten, dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss. Super, klingt großartig. Angelina, ich danke dir für deine Zeit und für diesen ganzen Input. Ich persönlich bin eine riesengroße Ecke weitergekommen. Ich hoffe, eure Fragen wurden auch beantwortet. Wenn doch die eine oder andere Frage noch offen sein sollte, ist es gar kein Problem. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch. Vielleicht lernen wir euch ja irgendwann auch mal persönlich oder zumindest virtuell kennen. Und ansonsten macht's gut, viel Erfolg bei allem und bis dann. Ciao. Bis dann.